Viele Christen jammern und klagen über schwierige Lebensumstände und Probleme, die ihnen in ihrem Leben begegnen. Nöte, Schwierigkeiten, Krankheiten, und sie beschweren sich bei Gott darüber, dass er sie davor nicht beschützt hat, dass er sie nicht bewahrt hat, dass es dem Feind gelungen ist, sie so einfach zu erwischen. Ich glaube, dass das keine realistische Sicht der geistlichen Welt ist, in der wir uns befinden. Weißt du, die Bibel sagt, dass wir in einem Kampf uns befinden, dass um uns herum ein Kampf tobt, ein Kampf, zu der uns sogar verordnet ist. Und du musst dir das so vorstellen, dass in der geistlichen Welt ein Schlachtfeld ist und du stehst mittendrauf und um dich herum fliegen die Granatsplitter und die Kugeln und Pfeilhagel und es kann dich von jeder Seite her jeden Moment erwischen. Ich möchte dir was sagen. Spätestens seit dem Zeitpunkt, wo du dich bekehrt hast und für Jesus entschieden hast, hat der Teufel versucht, dich jeden einzelnen Tag umzubringen. Sein Plan ist, dich zu vernichten. Er ist ein Mörder von Anfang an. Wenn du heute noch am Leben bist, dann ist das aufgrund der Gnade, des Schutzes und der Bewahrung Gottes. Die Absicht des Feindes ist, dass du und ich den Abend des heutigen Tages nicht erleben. Aber Gott hält seine Hand über uns. Ich bin sicher, dass er tausende Mal uns bewahrt und behütet und geschützt hat. Und meistens bemerken wir es nicht einmal. Wie oft ist es im Verkehr, dass es wirklich um Haaresbreite ist. Gott lässt seine Hand auf uns liegen und beschützt und uns behütet uns. Und manchmal, wenn uns so ein Schicksalsschlag trifft, dann ist mir so, als ob er das zulässt, damit wir überhaupt realisieren, dass wir in diesem Kampf sind. Dass wir überhaupt bemerken, dass so ein gewaltiger Kampf um uns tobt und dass wir dafür wach sind und wachsam. Und das ist dann genau der Punkt, wo du gegen angehen sollst und wo du sagst, mit des Herrn Hilfe werde ich diesen Feind, der mich hier erwischt hat, den werde ich besiegen. Da werde ich dagegen angehen. Ich glaube, wir sollten dankbar sein für die Bewahrung und den Schutz, den Gott uns so oft gibt. Und uns einfach auch bewusst sein, dass er seine Hand auf uns hält. Und dass die Pläne des Feindes, uns zu vernichten, immer und immer wieder vereitelt worden sind. Ich glaube, es ist Zeit, Gott zu danken für das Gute, was er uns gibt und ihn nicht anzuklagen, weil uns irgendwo auf dem Schlachtfeld vielleicht mal ein Pfeil erwischt hat, sondern im Gegenteil. Hinschauen auf ihn, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus, ich glaube, Gott hat mehr für dich.